Genau wie Blue hat Charlotte ebenfalls ein Kind aus sich selbst entstehen lassen. Sie hat dich erschaffen. Aus ihrer eigenen DNA. Dann habe ich also eine Mutter. Dein Großvater wollte nicht, dass die Wahrheit herauskommt. Er wollte sie beschützen. Und dich. Also bin ich genau wie sie? Ihr wart es. Als du ein Baby warst, zeigten sich bei Charlotte Symptome einer genetischen Störung. Daran ist sie gestorben. Sie wusste erst nach deiner Geburt, dass sie daran litt. Und habe ich das auch? Nein. Sie hat deine DNA verändert. Sie hat jede Zelle in deinem Körper modifiziert, um die Krankheit zu vernichten. Niemand sonst auf der Welt weiß, wie das möglich ist. Sie hat's geschafft, mich zu heilen. Charlottes Entdeckung ist nun ein Teil von dir. Deine DNA könnte die Welt verändern. Und ich muss wissen, wie sie das geschafft hat. Ich kann ihre Arbeit nicht reproduzieren, durch Studien an dir. Und Beta, deren DNA unverändert ist, könnte ich einen wirklich schrecklichen Fehler korrigieren, den ich gemacht habe. Was für ein Fehler? Dr. Wu meint die Riesenheuschrecken, die er geschaffen hat. Nach denen suchen jetzt Ellie und Grant auf Sublevel 6. Getarnt mit weißen Biosyn-Laboranzügen und Atemschutzmasken gehen sie zum Labor L4. Okay, wir gehen rein, entnehmen eine Probe und verschwinden. Und beweg dich langsam, bei der kleinsten Störung schwärmen sie aus. Durch eine Dekontaminationsschleuse betreten die beiden das Labor. Hier werden Heuschrecken in unterschiedlichen Wachstumsphasen gehalten. Sie öffnen einen Laborschrank, um eine ausgewachsene Heuschrecke zu entnehmen. Schnapp sie dir! Muss das denn sein? Was dachtest du denn, was passiert? Ich brauche eine Probe. Konkrete Beweise, das ist unsere Chance. Helen, du weißt, wir haben keine Zeit mehr. Kriegst du das hin? Natürlich kriege ich das hin. Okay. Sachte. Vorsichtig greift Alan nach einer Heuschrecke von der Größe eines Kaninchens. Er hält sie fest, während Ellie eine DNA-Probe entnimmt. Sie kommunizieren miteinander, das ist nicht gut, Ellie. Ich hab's gleich. Eigentlich. Unterdessen sieht Maisie ein Video über Henry Wus Arbeit und begreift, wie wichtig sie dafür ist. Charlotte Lockwood glaubte, die im Jurassic Park angewandten Methoden könnten Krankheiten heilen. Sie hatte recht. Als sie die Lücken in Maisies Genom mit veränderter DNA aufgefüllt hatte, schickte sie die reparierte Sequenz mit einem Pathogen an jede einzelne Zelle. Wenn ich das umfunktionieren könnte, könnte ich die Heuschrecken-DNA verändern und sie innerhalb von nur einer Generation auslöschen. Maisie und der Babyraptor werden die fehlenden Daten liefern. Da Maisie gerade allein im Labor ist, öffnet sie den Käfig des Babyraptors und lässt Beta frei. Und auch sie selbst flüchtet aus dem Labor. Währenddessen flüchten Ellie und Grant vor den aufgescheuchten Heuschrecken. Alarm im Sicherheitsbereich. Bitte bleiben Sie auf Ihren Stationen. Alarm im Sicherheitsbereich. Bitte bleiben Sie auf Ihren Stationen.